Jorge Sebrún wird wahrscheinlich viel von Ihnen bekannt sein. Jorge Sebrún, ein Spanier, der im Widerstand gegen die Nazis in Frankreich gekämpft hatte, verhaftet, nach Buchenwald gekommen, dann später Mitglied des Politbüros der Spanischen Kommunistischen Partei aus Frankreich, die illegale Arbeit geleitet hatte, 1964 ausgeschlossen aus der Partei, bei González dann Kulturminister geworden und vor allem ein bedeutender Autor. Er hat in seinem großen Buch, das erste, was er geschrieben hatte, über diese große Reise, die er gemacht hatte, vom Widerstand bis Buchenwald und dann raus aus Buchenwald, hatte Folgendes geschrieben, was mir immer sehr bedeutend vorgekommen war. Ich hatte das Buch in der Zeit der Junta hier in Deutschland gelesen, Die große Reise, erschien 1964 hier. Da hat er berichtet, dass nachdem sie rauskamen aus Buchenwald, dann trafen sie sich eine Woche später Leute, die überlebt hatten und irgendwo, da hatten sie was zu essen bekommen und so. Und dann hat er festgestellt, dass die angefangen hatten zu erzählen von Buchenwald. Und sagte, die Art, wie sie erzählten, er zeigte, die waren schon Veteranen. Zwei Wochen später wurde das alles immer ein bisschen geändert. Das, was sie erlebt hatten, das wurde immer ganz anders. Er sagte, er hatte gar nicht erkannt eigentlich deren Alltag. Und da sagte er, ich werde niemals Veteran werden für sich. Gemeint hat er später in einem Interview, hat er erklärt, gemeint hat er damit, wenn jemand am antifaschistischen Kampf teilgenommen hat, der kann doch nie glauben, dass dieser Kampf zu Ende ist. Aus diesem Grunde, die Reise ist sehr lang, die große Reise, also ein Veteran kann er nicht werden. Wenn er das wird, dann erzählt er eigentlich nicht die Wahrheit, so wie sie gewesen war, sondern eines, der zum Veteranen geworden ist. Und die Wahrheit ist eine andere. Da hatte ich damals gesagt, noch in der Junta und ganz jung, hatte ich gesagt, Veteran werde ich niemals. Aber sie haben ja mich als Veteran hier eingeladen. Um das zu akzeptieren, müsste ich dann wie ein Veteran auch mich verhalten. Veteranen haben eine ganz bestimmte Eigenschaft. Wenn sie mal die Möglichkeit haben, das Wort zu ergreifen, dann geben sie das nie ab. Sie werden erzählen, erzählen, erzählen und niemals zu Ende kommen. Also beides zusammen geht es nicht. Also lassen Sie mich dann so einer zu sprechen ein bisschen über diese Zeit. Historiker bin ich nicht. Ich habe mich geweigert, auch über diese Sachen zu erzählen. Ich habe nur zum 40. Jahrestag des Militärputsches, also im Jahr 2007, akzeptiert von der VIE, also heute Regierungszeitung, also von der linken Zeitung, eine Ausnahme zu machen und einer Journalisten erzählt über den Widerstand der Griechen in Deutschland. Das ist ein einziges Interview, in dem ich erzählt hatte, warum eigentlich in Griechenland nie davon gesprochen wird. Die meisten Griechen glauben, dass der Widerstand in Paris stattgefunden hat, in Frankreich, in Kanada, überall, aber niemals in Deutschland. Und da hatte ich gesagt, ja, niemals in Deutschland, weil ja die Persönlichkeiten der damaligen Zeit nicht in Deutschland waren. Das ist das eine, das erste und wichtige. Und das zweite, dass keine Widerstandsorganisation ihre Zentrale hier hat, in Deutschland. Die waren in Rom, die waren in Frankreich, die waren in London. Die waren oft, diese Führer, nach Deutschland gekommen, ja gebadet, wirklich in dem Sturm der Begeisterung von vielen griechischen Arbeitern, aber niemals hier ihren Sitz gehabt. Und das erklärt, warum eigentlich in Griechenland niemals damit sich beschäftigt hatte. Als ein altes Mitglied der Kommunistischen Partei, Takis Bernas, vor einem Jahr ein Buch herausgebracht hatte, zweibändiges Werk über die Arbeit der griechischen Kommunisten, vor allem der KP Inland, zu der er gehört und so geschrieben hatte, hatte überhaupt nichts über diese Organisation in Deutschland geschrieben. Dann hat ihm gesagt, ja, aber du hast nicht geschrieben, dass eigentlich die KP Inland hauptsächlich hier in Deutschland war, nach der Spaltung der Kommunistischen Partei. Und von hier wurden alle Aktionen eigentlich geleitet. Da hat er gesagt, was? Da hat es eine Organisation gegeben. Wurde ich gefragt, wie viele Mitglieder denn diese Partei hatte in der Zeit der Junta. Da habe ich gesagt, am Tag der Spaltung der Kommunistischen Partei waren ungefähr 1500.
Und das waren am Ende, kurz also vor dem Ende der Diktatur, waren über 800 Leute, die sehr aktiv waren und sehr oft auch nach Griechenland in die Illegalität gereist waren und ihre Arbeit gemacht hatten. Er hat gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das können vielleicht 80 gewesen sein, hat überhaupt nichts da geschrieben in seinem Buch. Warum erzähle ich das? Erzähle ich das, weil wenn man die Geschichte dieser Arbeit und auch der Solidarität mit den griechischen Demokraten zur damaligen Zeit etwas schreiben möchte, dann hat man viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Hat man verschiedene Gesichtspunkte. Man kann aus der Sicht von verschiedenen Leuten das machen. Und das ist ein facettenreiches Unternehmen. Ich habe persönlich, nachdem ich gesagt habe, ich schreibe nichts, ich habe 24 große Kisten mit Materialien aus der damaligen Zeit, dem Archiv zeitgenössischer Sozialgeschichte übergeben. Das ist das Wichtigste eigentlich in Griechenland, in Athen, zusammen mit Syriza arbeitend und so. Und da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Viele davon wurden digitalisiert, sie können auch benutzt werden. Es ist interessant, wenn man diese Papiere guckt, dann sieht man, dann sind viele Briefe von Leuten, die so arbeiteten in Deutschland. Da sieht man zum Beispiel den Brief einer Frau, die nach Griechenland gefallen ist, im Auftrag der Patriotischen Front und der KP Inland. Ich werde nachher sagen, warum man das zusammen sehen soll und so. Sie sollte sich mit Leuten treffen. Die Leute wurden verhaftet. Kurz nachdem sie da angekommen war, offensichtlich irgendwoher die Sicherheitspolizei wusste Bescheid. Sie wurde verhaftet. Sie blieb ungefähr 3 Wochen im Gefängnis. Da sie aber eine holländische Staatsbürgerschaft hatte, einen holländischen Pass, durfte sie dann rauskommen. Und wenn man den Brief von dieser Frau sieht, über diese Sachen, da sagt sie, ich möchte um Entschuldigung bitten, dass ich das Geld, das ich bekommen hatte, nicht ganz schnell zurückgeben, denn es wurde mir weggenommen. Ich musste nachher auch ein neues Flugticket kaufen. Ich habe das Geld jetzt nicht. Es tut mir leid, ich werde das Geld dann zurückgeben. Was versteht man eigentlich von dieser Sache? Für mich eine der rührendsten von allen. Da geht einer und gefährdet sich. Kann vieles passieren. Kommt in Gefängnis. Durch die Solidarität kommt nach 3 Wochen raus. Und fühlt sich verpflichtet zu sagen, ich bitte um Entschuldigung, das Geld, was ihr mir gegeben hattet, damit ich das hinbringe, das wurde von der Polizei weggenommen. Und ich habe sogar mein Ticket für zurück nicht benutzt, musste ich ein neues kaufen. Aus diesem Grunde kann ich dieses Geld nicht geben. Wer denn von den Historikern kann das begreifen, was das bedeutet? Dass diese Frau geweint hat und hat gesagt, ich werde arbeiten und ich werde das Geld wieder zurückgeben, denn ich weiß, mit was für Arbeit eigentlich dieses Geld gesammelt wurde. Ich glaube, ich hatte mit so Historikern, die Promotion schrieben, ich habe gesagt, ihr werdet das doch nicht begreifen. Ihr könnt nicht verstehen, was das bedeutet. Du sagst, heldenhaft, das griechische Volk hat da gekämpft. Ja, es wurden immer wieder Leute verhaftet. Bis die Leute verhaftet wurden, aber waren sie im Untergrund. Wer weiß denn eigentlich, wie viel ein Mensch, der im Untergrund arbeitet, wie viel er kostet, damit er überlebt? Der muss 3 verschiedene Wohnungen haben, wo der hinkommt. Er darf, weil er bekannt ist, eigentlich immer mit Taxis fahren, auch Taxis immer wechseln. Ändern. Er kann nicht arbeiten, er muss also essen. Und irgendjemand muss doch dafür sorgen, dass so viele Leute dann so arbeiten. Und wenn man stolz sagt, wir hatten dort ungefähr 400 Leute, die im Untergrund arbeiteten, da muss man dann sagen, ja, wer hat das denn finanziert? Nicht, ob sie gefährdet waren, das waren sie. Wer hat denn, ich sage einen Namen jetzt, den Antonis Bridlakis, der war einer der kommunistischen, und der in der ETA, der Fraktionsvorsitzende der Vereinigten Demokratischen Linken vor dem Militärputz im Parlament. Und der war magenkrank. Und dann musste ins Krankenhaus kommen. Wie macht man das denn eigentlich? Wem muss man denn Geld geben, damit er nicht verraten wird? In welches Krankenhaus kommt er? Alle diese Sachen sind Sachen, die mit Widerstand zu tun haben, aber das sind nicht die Sachen, die bekannt sind. Aus diesem Grunde, wenn ich erzählen würde, würde ich sagen, ja, im St. Pauli in Hamburg, da hat es das, wer Hamburger hier waren, auf der Reeperbahn hat es einen Club gegeben in Sahara, in der damaligen Zeit. In Sahara hinten war aber auch jemand, ein Paar,
das immer gekocht hatte, sodass die Leute, die vom Star Club und so weiter morgens dahin kamen, konnten sie Spaghetti essen und irgendwelche Suppen. Dieser Mensch, der hinten war, das war ein Grieche, der war früher ein Kommunist in der Zeit, ein Seemann, hat politisches Asyl irgendwann mal bekommen, dann hat er mit der Partei überhaupt nichts zu tun gehabt und so, und hat er mit seiner Frau, die vorher Straßenmädchen war, hatten sie dieses gehabt und so. Er hatte die ganze Zeit, ich ging immer zu ihm hin und sagte, wir brauchen jetzt Geld. Wir sind da, wo wir überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwo zu finden. Und er hatte alles, was er hatte, hat er gegeben. Nichts zu tun mit anderen Sachen und so. Ist das wenig? Wenn er das nicht gemacht hätte, dann würden wir von irgendwelchen Leuten, die verhaftet wurden, ich erzähle nicht weiter. Ich wollte nur damit sagen, wenn man von Widerstand redet, dann redet man nicht nur von irgendwelchen Leuten, die eine Presseerklärung gemacht hatten. Gefährdet sich selber, indem diese Presseerklärung gemacht hatten. Wir sprechen von vielen einfachen Menschen, die gekämpft hatten, und viel mehr einfache Menschen, die dafür gesorgt hatten, dass sie kämpfen können. Wenn man meine Materialien sind, 24 Kisten so guckt und so, da wird man viele solche Sachen sehen, aber man muss auch wissen, worum es ging eigentlich im Allgemeinen, damit man auch begreift, worum es dabei ging. Und da hatte ich gesagt, ja, warum eigentlich in Deutschland? Denn alles das wurde aus Deutschland finanziert. Das finanziert, sage ich bewusst. Ich könnte ja sagen, unterstützt. Ich sage aber finanziert. Von einfachen Leuten. Das war nicht nur das. Es waren auch andere Sachen. Warum aber aus Deutschland? Weil Deutschland gegenüber anderen Ländern in Europa war etwas Besonderes für die Griechen. In Griechenland hat es nicht 350 oder 500.000 Einzelpersonen gegeben, sondern in Deutschland hat es ein kleines Griechenland gegeben. Ein kleines Griechenland mit vielen Gemeinden, ein kleines Griechenland mit in jeder Gemeinde eine Kirche, ein kleines Griechenland in jeder Gemeinde ein Kino mit vielen Restaurants, das wissen Sie, mit Studentenvereinen, ein kleines Griechenland von 500.000 Leuten, genauso viel wie Thessaloniki zur damaligen Zeit. Wenn man Thessaloniki denkt, dann müsste man denken, hier war das auch, was passiert dann in einem kleinen Griechenland? Die meisten glauben, dass alles nur in Griechenland stattfand. Und deswegen konnten sie auch nicht begreifen, worum es hier ging. Denn es hat ein Griechenland gegeben, das nicht unter den Obristen stand. Aber die Obristen wollten ganz gerne das auch übernehmen. Sie wollten auch hier Staatsgewalt üben. Und wenn nicht Staatsgewalt, dann Gewalt. Darum ging es hier. Also es ging erstmal für die Griechen, die in Deutschland waren, ging es darum, erstmal, dass sie sagen, in diesem kleinen Griechenland werden wir die Oberhand haben, nicht die Hunde. Das ist, und die Hunde sagt das Gegenteil. Wir werden auch dort die Oberhand haben und wir werden Gewalt ausüben. Das Zweite war, dass für dieses kleine Griechenland, wenn das geschaffen hatte, richtig die Oberhand hier zu behalten, unabhängig von den Obristen zu sein, relativ unabhängig, trotz der Drohungen und all dieser Sachen, dann wie helfen wir, wie unterstützen wir den Widerstand in Griechenland? Denn wir wollen ja nicht hier irgendwie frei leben, aber die anderen sollen so, wie sie sein. Denn sie fühlten sich als Griechen. Es war eine Parallelgesellschaft, wie man so schön sagt jetzt im Negativen. Eine Parallelgesellschaft, war in Griechenland hier, aber mit Leuten, die auch nach Griechenland zurückkehren wollten. Und es waren Kirchen, Studentenvereine, es hat Kinos, alles, was ich gesagt hatte, aber vor allem hat es auch Parteiorganisationen gegeben. Parteiorganisationen bedeutete, dass es hier waren Parteiorganisationen, die auch nicht geliebt waren in Deutschland. Zum Beispiel die Vereinte Demokratische Linke, die da, die konnte nicht so einfach funktionieren wie die Zentrumsunion. Deswegen hatten wir Club der Freunde, der da, so damit man nicht irgendwie dann sagt, ist eine linke Partei, die hier funktioniert. Sehen Sie, Petros Kounalakis ist ein Abgeordneter später von dem Bündnis der Linken, vom Synaspismos, vorherigen Partei von Syriza, war einer der bekanntesten eigentlich Oppositionellen hier. Einer der Führer der Patriotischen Front hier, aber er war gleichzeitig ein Mensch, der 1963 als einziger Grieche ausgewiesen wurde aus Deutschland. Der einzige Fall,
wegen Geheimbündelei, nämlich Zusammenarbeit mit der illegalen KPD. So, und dann war er sieben, kam er zurück, weil er mit einer deutschen Frau verheiratet war, hat er geklagt, konnte wieder zurückkommen. Aber stellen Sie sich mal vor jetzt, diese Behörden, also Verfassungsschutz, der da eine Gefahr sah für die deutsche Politik, für das Deutschland, wie die dann plötzlich da waren, diese Behörden sagten, den haben wir ausgewiesen vorher wegen Geheimbündelei und jetzt sollen wir solidarisch mit ihm sein, weil in Griechenland den Militärputsch gegeben hat. Da sage ich nur so, um zu zeigen, es hat natürlich, es war alles nicht so einfach. Es gibt viele unterschiedliche Sachen. Ist etwas anders, mit Andreas Papandreou gewesen zu sein, nichts Negatives, und etwas anders natürlich, irgendwie aus der kommunistischen Partei kommend. Denn die verschiedenen Organisationen, die Widerstandsorganisationen, hatten gleichzeitig mit Parteiorganisationen zu tun in Griechenland. Es hat nicht ein gemeinsames. Es war leider nicht die Patriotische Front die einzige Widerstandsorganisation. Oder von mir aus, es war nicht leider nur die PAK die einzige Organisation, sondern viele verschiedene. Und dann muss man sehen, wie ging es mit der Solidarität in diesem Fall. Und mit der Solidarität ging es gut, sage ich. Ich sage, ich war vor einiger Zeit in Tutzing und sprach ich über Flüchtlinge. Und da habe ich gesagt, vor entsprechendem Publikum, da habe ich gesagt, ich schäme mich zu sagen, dass ich in diesem Land und sogar mit einer bestimmten Arroganz von meiner Seite Schutz genossen habe als Flüchtling. Weil ich in Abwesenheit verurteilt war in Griechenland, weil ich keinen Pass hatte, weil all diese Sachen, nichts. Sofort habe ich einen Fremdenpass bekommen. Sofort. Als ich gefragt wurde, ja, warum stellen Sie denn nicht einen Antrag auf politisches Asyl? Sie sind doch Sekretär der Studentenschaft, Sie sind im Europäischen Index, Labrakis Jugendvorsitzender, all diese Sachen. Da habe ich gesagt, was den Leuten, die mir das geben wollten, ich gehe nach Zirndorf, damit dort auch die amerikanischen Geheimdienste mich abfragen, das mache ich nicht. Denken Sie mal daran, wenn das einer heute sagen würde, was da passieren würde. Und da möchte ich Herrn Schmalstieg richtig danken für etwas. Ich hatte von Anfang an gedacht, ich würde damit anfangen. Und dann dachte ich, wie würde das sich anhören? Nämlich, dass Sie an die Türkei von heute erinnert haben. An die Türkei von heute. Ich erinnere die Älteren unter uns hier, dass die Junta erklärt hatte, das ist kein Putsch, das ist eine Revolution. Warum haben wir diese Revolution gemacht? Um eine gewalttätige Übernahme der Macht in Griechenland durch die Kommunisten zuvorzukommen. Es war kein Putsch für sie, sondern die anderen wollten einen Putsch machen. Und diesen Putsch sind wir dann zuvorgekommen. Sie hatten mit dem Putsch, das haben sie in dem Moment so gesagt, na ja, so ungefähr. Ja, das erleben wir in der Türkei heute. Aber wissen Sie, was wir auch gleichzeitig erleben? Und jetzt schäme ich mich richtig, dass vor zwei Wochen die 8 Soldaten und Offiziere, die mit dem Hubschrauber am nächsten Tag nach dem sogenannten oder tatsächlichen Putsch nach Griechenland gekommen sind und sagten, wir waren eigentlich nur für verschiedene ärztliche, wir wurden aufgerufen, ärztliche Hilfe zu leisten, dort an der Brücke. Und dann haben wir festgestellt, was das ist. Und als wir das gesehen hatten, sind wir hierher gekommen, dass denen das politische Asyl in Griechenland verweigert wurde. Und unser Ministerpräsident, unser Außenminister, haben erklärt, ja ganz klar, wir sind mit Erdogan diskutiert und sagt, ganz klar, wir sind der Meinung, dass Leute, die im Verdacht stehen, Putschisten zu sein, die können doch nicht politisches Asyl bekommen. Es ist jetzt in der Berufung, in der nächsten Zeit wird das kommen, aber Griechenland und die griechische Regierung ist bereit und fast freudig, will diese Leute ausliefern. Und das muss man dann sagen. Und das, was man eigentlich, was lernt man aus unserer Geschichte in Deutschland, aus der Solidarität der anderen, dann ist es, dass wir niemals akzeptieren, was das andere, was ein solches Regime sagt. Denn bei uns, ich glaube bei beiden, wurde ja gesagt, wir haben teilgenommen an terroristischen Aktionen.
Terrorismus, das war der Grund. Die Begründung bei mir bei 4 Jahren Gefängnis in Abwesenheit hieß das, er hat teilgenommen, organisiert und geführt terroristische Aktionen. Das sagt jetzt Erdogan auch. Was lernen wir daraus? Aus diesem Grunde wollte ich sagen, ja, wir haben Solidarität genossen hier. Unterschiedlich, je nachdem, wo wir waren. Alle aber haben wir genossen den Schutz des Flüchtlings. Alle. Egal, was wir waren. Derjenige, der vorher mal ausgewiesen wurde oder nicht. Oder irgendjemand, der ganz in der Nähe der Regierung stand. Aber alle haben wir den Schutz des Flüchtlings genossen. Und dafür sind wir Deutschland dankbar. Egal, was sonst irgendwie für Kritik ausüben. Und daraus muss aber jeder lernen. Wenn das Auswärtige Amt hier vor einer Woche erklärt, dass Leute, die von Erdogan verfolgt werden, haben selbstverständlich die Möglichkeit, politisches Asyl zu bitten. Wenn heute ein CSU-Abgeordneter sagt, ja gut, aber da sollen wir auch nicht zu laut sagen, nicht, dass alle denken, sie sollen hierher kommen, dann erklärt er aber anders. Er sagt gleichzeitig, denn wir wollen nicht diesen Gefallen dem Erdogan tun, dass alle Oppositionelle hierher kommen und dann gibt es keine Oppositionelle. Aber wenn in Deutschland so gesprochen wird und in Griechenland auf der anderen Seite, das Griechenland, wo viele Politiker dann zu Ministerpräsidenten, Präsidenten und so weiter geworden sind, weil sie vorher politisches Asyl hier bekommen hatten oder Schutz, dann irgendwas läuft nicht gut in diesem Europa. Und zwar nicht von der Seite, wo man das immer denkt. Ich komme zu einigen Sachen, ja, weil ich kein Veteran werden möchte, sonst, wenn das, da wird es schon. Gut, ich möchte nur sagen, ja, wer hat denn geholfen? Haben sehr viele geholfen. Wenn ich meine Papiere so gucke, wo ich damals geredet hatte, vorher hörte ich das Wort Hattingen, ich weiß nicht, wie das kam mit Hattingen, aber in Hattingen hat es einen Club gegeben damals, 67, 68 oder so, und da bin ich da hingegangen, das waren diese Clubs, die normalerweise in der Nähe von KPD standen oder so, da hatte ich da geredet, da waren, ich weiß nicht, 20, 25 Leute, jeden Tag irgendwo war irgendwas, was passierte, und dann auch Kirchen. Als wir damals das erste Mal so den Hungerstreik gemacht hatten in Hamburg, Ende Juni, Anfang Juli 68. Und dann suchten wir, wo macht man das eigentlich? Da kann man doch nicht draußen. Wo waren wir? In der evangelischen Studentengemeinde. Das waren diejenigen, die sofort gesagt hatten, ja, bei uns, wo denn sonst? Esplanade, genau. Wie sollte man jetzt auf der anderen Seite, wenn man sagt, war das also immer gut mit den Kirchen? Ich hatte vorher vom Diakonischen Werk gehört. Ja, das Diakonische Werk stand auf unserer Seite, in den meisten Fällen, aber in Hamburg nicht. In Hamburg nicht. In Hamburg wollten sie eine Neutralität haben, der Zeit, wo die Junta war. Da kamen die Leute von dem Konsulat. Ich wurde einmal angegriffen, geschlagen und einer, der versuchte, mich zu schützen, wurde mit einem Messer wurde gestochen und so. Es passierten also viele. Warum sage ich das? Man kann nicht sagen, die Kirchen waren. Es waren immer Menschen, die das gemacht hatten. Und Menschen sind diejenigen, die eigentlich Solidarität üben. Es sind nicht Organisationen schlechthin. Es sind Menschen, die Organisationen bewegen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Aus diesem Grunde, wenn man die Geschichte schreiben wollte, musste eben gucken, ein bisschen weiter unten, wer war das? Ich weiß noch, sie scheinen aus Hamburg zu sein, der Pastor oder so, Weber vom CVJM, der war derjenige, der immer da war, egal was da gemacht wurde und so. Da war vielleicht einige der bedeutenden Griechen nicht dabei, aber der war immer dabei. Es ging nicht und so, dass sie nicht dabei war. Es waren also Menschen, die das gemacht hatten und dann ihre Organisation dazu geführt hatten. Ja, VDS war wichtig. Es waren viele Sachen wichtig. Aber ich komme jetzt zu Ende. Es hat 3 verschiedene Bereiche, wo es ein Widerstand gegeben hatte. Der erste Bereich war dieses Griechenland, das kleine Griechenland in Deutschland, gegenüber der Junta, hart so zu bleiben, in unabhängig zu haben, frei zu behalten. Das zweite war unterstützen in Griechenland. Und das dritte war zu mobilisieren, hier Organisationen, einfache Menschen, Deutsche, so dass die deutsche Regierung und die deutschen Parteien eine andere Politik machen. Bei allen 3 hatten wir Hilfe von deutscher Seite. Die musste aufgeschrieben werden. Es ist ein sehr schöner Artikel, war im Stern,
im Frühling 1969. Was war passiert 1969? Das war der Versuch, der endgültige Versuch der Junta, durch Gewalt und gleichzeitig, indem sie Sänger hierher brachten und so Theatergruppen und so weiter, zu sagen, wir sind hier die Regierung und wir sorgen für die, wir sorgen und wir drohen. Wir sind ja die Regierung, das zu machen. Und wurde geantwortet, dieser Versuch, und wurde gewalttätig geantwortet. Der Stern schreibt, Griechen, hier, Kampf bis aufs Messer, wie sich Anhänger und Gegner des Athener Militärregimes in der Bundesrepublik bekriegen. Und dann kommen Bilder, hier, viele, dann kommen Stellungnahmen von Parteien dazu. Und da kommen Stellungnahmen von einfachen Personen, von Kirchen und so. Ich finde den Artikel, also diese Reportage eigentlich, eine, die sehr gut beschreibt, worum es hier ging. Nicht Gegner und Freunde, so viele Freunde hatten sie nicht. Sie hatten in Wirklichkeit eigene Leute, die sie bezahlt hatten, die sie gedroht hatten und so auf der anderen Seite. Aber es ging, richtig war ein Kampf bis aufs Messer. Hannover sind wir, in Hannover. Ich war hier an dem Tag, als diese Auseinandersetzungen waren. Da hatte jemand, wurden ja die Junta-Anhänger richtig geschlagen. Es hat sehr viel, wurden geschlagen. Da wurde einer von denen über der Brücke gehalten, von einem, der sehr, sehr stämmig war von der Patriotischen Front, ja, der war Patriotische Front und so, stämmig, sagte, ruf jetzt nieder mit der Diktatur, es lebe die Demokratie, sonst fällst du rein. So. Der ist reingefallen. Er hat gerufen, aber trotzdem reingefallen. Das ist gut. Das war mir. Es sind so Sachen, und da waren aber, wenn Sie das sehen, da waren auf unserer Seite. Sie haben nicht gesagt, ja, aber wir waren nicht Prügelperser für Sie, obwohl das 2 Jahre vorher Prügelperser gegeben hatte. So, man hat unterschieden. Prügelperser waren auf der Seite von Schah. Und Prügelgriechen waren nicht auf der Seite von Papadopoulos, waren auf der anderen Seite. Im Palmengarten in Frankfurt ist das bekannt, da war es am schlimmsten mit diesen Sachen und so. Aber wir haben das. So ist das freie Griechenland durch Solidarität entstanden. Die Unterstützung nach Griechenland. Ja, wir haben sehr viele Leute geschickt, die Sachen hingebracht hatten, die zusammenbrachten und so. Ich habe da eine Liste von Leuten, sind nicht diejenigen, die alle irgendwann von griechischen Staat gemacht. Für einen war das ja so selbstverständlich eigentlich. Wie sollte denn meine Frau irgendwie, Sekret nebenbei, das war, warum sollte sie eigentlich, die war doch eine Griechin für alle, zwar eine Deutsche, aber dass sie dreimal illegal nach Griechenland gegangen war, Arbeit gemacht hatte und gerettet wurde, aber sie wurde nicht verhaftet und so, das war eine Selbstverständlichkeit. Und es waren viele Deutsche, die so selbstverständlich etwas geleistet hatten, ohne nachher zu sagen, weißt du, was ich gemacht habe? Weil das so selbstverständlich ist. Und die Leute schätze ich besonders. Die anderen haben auch ein Recht. Jeder kann das machen, ich habe nichts dagegen. Es sind aber viel mehr. Und ich würde sehr gerne diese Leute irgendwie langsam niederschreiben, ihre Namen. Und wenn jemand eine Doktorarbeit macht, dann sollte er hingehen und sagen, ja, wer war denn diese Frau? Fragen Sie mich, wer war denn dieser? Dann würde ich Ihnen sagen, ich glaube, der lebte damals da in Dortmund und so weiter. Machen Sie das. Das wäre das Hochinteressante. Und wie das mit Griechenland und mit der Politik hier, das wurde ja vorher erzählt, dass die Solidarität und welcher Weise sie gemacht wurde. Ich glaube, ich habe hier mindestens für, wie haben Sie das gesagt, August Bebel, 8 Stunden. Ja, ich habe mindestens für 18 Stunden noch zu sagen, aber ich denke, ich könnte hier aufhören. Dankeschön. Ich werde versuchen, tatsächlich nicht alle Einzelheiten zu erzählen, und werde ich versuchen, das zu kürzen, was ich da hier aufgeschrieben habe. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich aus einem Konzept hier lese, ohne Slides zu haben. So, ich bin ein Technokrat und will ich also die Zeit verkürzen. So, liebe Freunde, heute ist der 43.
Jahrestag des Aufstandes des Polytechnion. Gestern und heute und morgen. Der Aufstand der Studenten, der Intellektuellen, aber auch der Arbeiter. Mit der aktiven Unterstützung der gesamten Bevölkerung. Ah, ich habe ja laute Stimme. Ne? Der gesamten Bevölkerung gegen die faschistische Junta. Die faschistische Junta der Obristen in Griechenland, die aber, das muss man nicht vergessen, bei den Amerikanern, bei der CIA vorher trainiert wurden. Klare Sachen, ja. Dies war, Polytechnion war der Anfang des Endes der Junta, verbunden aber mit vielen Opfern, als der Botschafter der IW auch erwähnte, und nur kurze Zeit vor der Invasion auf Zypern am 20. Juli 1974, welche die Besatzung des Landes nach sich zog, die bis heute wohl andauert. Und das demokratische Europa hat da nichts geschafft bis jetzt. Während dieser Veranstaltung und besonders anlässlich der 50 Jahre, die nächstes Jahr sind, also von der Errichtung der Junta, ist es mir ein Anliegen, an die Unterstützung der griechischen Demokraten durch die demokratischen Kräfte Deutschlands an ihren Kampf gegen die Diktatur und die freie Demokratie und Freiheit zu erinnern und dafür am Anfang vom Herzen danken. Und unter demokratische Kräfte meine ich nicht nur die Parteien, nicht nur die Gewerkschaften, auch die Bevölkerung, auch die Studenten. Ja? Und was ich sage, habe ich an meine Person gefühlt. Ja? So. Aber lassen Sie mich kurz chronologisch die Sachen da irgendwie darlegen. 1963, das wurde erwähnt, und dafür kürze ich das, gewann die Zentrumsunion in Griechenland mit 53% der Stimmen, Georg Papandreou. Danach wurde der Sportler, Medizinprofessor und Abgeordneter der Verein der Demokratischen Linken, Grigoris Labrakis, ermordet in Saloniki. Das war eine weltbewegende Geschichte. Warum? Weil das passierte durch die Handlager des Parastaates und mit der aktiven Unterstützung der Polizeiführung, die dieses Verbrechen geplant hatte. Ich lese gerade das Buch von dem damaligen Richter Sarzetakis, den ich sehr gut kenne, und er beschreibt das in 1700 Seiten mit Einzelheiten, was da passiert wurde. 1965 setzte der König, der junge König damals, jedenfalls, die Regierung Papandreou ab. Warum? Weil tatsächlich die Leute auf die Barrikaden gingen. Die Reaktion des Volkes darauf war dynamisch und von Dauer. Hunderttausende Menschen, voran die junge Generation, demonstrierten auf den Straßen überall im Lande. Überall. Der König versuchte, diese Bewegung zu zersplittern, die Regierung zu zersplittern. Man nannte die Apostaten, ja, und wollte eine Regierung bilden aus der Zentrumsunion. Das klappte nicht. Ja, in Anbetracht des zu erwarten und wurden da durch die Re-Wahlen geplant. In Anbetracht des zu erwartenden Wahlergebnisses kamen die Obristen mit dem Putsch voraus. 21. April 1967. Genau zu dieser Zeit
ich bin ein bisschen älter als der Jorgos, war ich Vorsitzender des Vereins der griechischen Studenten an der RWTH Aachen, Mitglied der Jungsozialisten und natürlich der Jugendunion, der Zentrumsunion. In der Nacht zum 21. April wurde ich mit der Nachricht geweckt, dass in Griechenland ein Militärputsch im Gange ist. Ich will das chronologisch, ich will keine politische Analyse jetzt machen, sondern diese Tatsachen mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich habe natürlich meine Vorstandsmitglieder und andere Kommilitonen mobilisiert und wollten wissen, was wir taten. So nach langer Diskussion entschieden wir, dem König einen Einschreibenbrief zu schicken, der als der Garant der Verfassung sollte sofort einwirken, dass die Obristen irgendwie weggefegt werden und der würde die Unterstützung des Volkes haben. So amateurhaft waren wir. Nichtsdestotrotz, mit der Unterstützung direkt der AStA, der RWTH, Dieter Schinzel, Hans-Hermann Völner, Martin Winder, Klaus Hase, Christian Schmidt und so weiter und anderen und mit den Jungsozialisten, dem SHB und dem SDS organisierten wir die erste große Demonstration gegen die Junta in Aachen. Aachen ist eine kleine Stadt, ja, aber desto trotz war auch katholisch, ja, und der Brandt hatte gesagt, wenn Aachen fällt, dann gewinnen wir in ganz Deutschland, ja, so. Aachen hatte praktisch eine solche massive Demonstration weder zuvor noch hinterher gesehen. Die Anteilnahme aller demokratischen Kräfte, der Studenten, der Bevölkerung, der Gewerkschaften war enorm. Ja? Die Griechen in dieser Demonstration hier in Hannover war ich auch da. Die Griechen in der Bundesrepublik Deutschland, Studenten, Arbeiter, ich glaube, die Sigrid hat das erwähnt, Akademiker, mit analoger Unterstützung und Teilnahme demonstrierten in allen Städten zwar dynamisch, aber friedlich gegen die faschistische Junta in Griechenland, die damals als die und jetzt als die Wiege der Demokratie und der europäischen Kultur galt. Ja? Die Schwerpunkte waren München, Offenbach, Köln, Aachen, Hannover, Hamburg, Berlin, um einige Städte zu sagen, wo praktisch eine Mobilisierung da stattfand. Ich muss noch einmal ausführen, dass in dieser Zeit circa 300.000 griechische Familien in Deutschland lebten, das heißt ungefähr 700.000, 800.000 Leute, Griechen, ja. Nach Aussagen des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker haben circa 12% der griechischen Bevölkerung mehr als 14 Jahre in der Bundesrepublik gelebt und gearbeitet. Und da liegt die Substanz, diese Mischung von Arbeitern, Studenten, Akademiker machte es möglich, dass in Deutschland eine dynamische antifaschistische Bewegung zustande kam. Und ich möchte nochmals betonen, dass dies mit der Unterstützung, ohne dies wäre es nicht möglich, der demokratischen politischen Kräfte Deutschlands und hauptsächlich der SPD mit allen ihren Funktionen, Institutionen, zustande kommen und Gewerkschaften, die damals durch die SPD zumindest beeinflusst waren.
Im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, was heute los ist, ja, im Laufe der Zeit wurde allen klar, dass die Obristen nicht ein Übergangsphänomen ist, eine Parenthesis, war also, sondern dass die basierend auf einer nationalistisch, faschistisch, pseudochristlichen Ideologie planten einen langanhaltenden politischen Zustand in Griechenland zu etablieren, ganz nach dem Beispiel von Salazar in Portugal und Franco in Spanien. Das war klar. Sie gingen mit Terror, Verhaftungen, Verbannungen, Folter, Bespitzelung, menschenrechtswidrigen Handlungen vor, um aus dem Land mit absoluter Herrschaft einen politischen Friedhof zu schaffen. Dagegen stärkte und formierte sich der Widerstand in Griechenland. So waren PAK, demokratische Amina, das war also demokratische Verteidigung, Freie Griechen, die Organisation von Alekos Panagoulis und andere Organisationen, welche die Junta aktiv bekämpften. Sicherlich die massive Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung war beängstigt. Es war wirklich dort, wie soll ich das sagen, eine Diktatur schlimmster Art. Jetzt kommen wir zu den demokratischen Griechen im Ausland. Die spielten ebenfalls eine wichtige, katalytische Rolle im Widerstand gegen die Obristen. Denn sie mobilisierten politische Kräfte, informierten die Bevölkerung in den verschiedenen Ländern und halfen, eine negative Haltung gegenüber der Junta bei Bevölkerung und Regierungen an der Tagesordnung zu halten. Das Thema Griechenland war jahrelang aktuell. Noch mehr als Vietnam. Dies machte der Junta zu schaffen und somit verwandelte diese Junta griechische Botschaften, Konsulate in Repressionsmechanismen gegen die demokratischen Griechen im Ausland, insbesondere in Deutschland, wo eine große griechische Gemeinde lebte. Sie gründete sogar über direkte Finanzierung Vereinigungen sogenannter nationalgesinnter Griechen, um überall Spitzel zu haben. Das Netzwerk und das Ausmaß der getroffenen Maßnahmen seitens der Junta werden durch den Bericht, den ich dabei habe, des Geheimdienstes KIP und durch den Geheimbefehl an die Militärattachés der in Deutschland, in Paris, in Italien und so weiter gegeben. Wenn Sie das lesen, dann brauchen Sie keinen anderen Beweis oder die Leute, die brauchen keinen anderen Beweis. Und ich werde das dem Botschafter schenken, damit er in seinen Archiven da in der Botschaft guckt. Wir haben diesen Brief aus der Botschaft in Bonn rausgeschmuggelt. Ja, und die deutschen Zeitungen, die sagen, viele Griechen haben Angst durch den geheimnisvollen Plan. Was war das? Und ich unterschrieb damals, zum ersten Mal sind wir in der Lage, handfeste Beweise zu veröffentlichen, woraus diesmal direkt ersichtlich wird, dass die sogenannte diplomatische Vertretung in Griechenland nicht anderes darstellen als den verlängerten Arm des Polizeistaates und der mafiaähnlichen Terrorinstitutionen der Athener Junta. Das waren als Studenten, haben wir das da geschrieben. Ja? Wir geben hier den genauen Wortlaut und so weiter und so fort. Ja? Wenn Sie das sehen, der Titel ist Maßnahmen
zur Bekämpfung antinationaler Elemente in Westeuropa. Poseidon-Plan, Entführungen, Repressalien, Drohen und so weiter und so fort, Devisen sperren etc. pp. Ein ganzen vollständigen Plan, wie sie gegen die Demokraten in Deutschland hauptsächlich agieren wollten. Lassen Sie mich mal, Sigrid, ich weiß, dass du unter Druck bist, aber lass Sie mal einige Aktionen gegen dich unter, ja, anführen, welche europaweiten Anklang fanden. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. 1968 wurde in Aachen die Griechenlandwoche organisiert. Die war eine Ausstellung im Audimax unter einem Rektor, der erzkonservativ war, Opitz, unter seiner Schirmherrschaft. Eine Ausstellung für 2 Wochen lang mit verbotenen Büchern, mit Briefen aus Griechenland, mit Fotos von Gefolterten, mit Fotos like das. Er war Fragias und er war 1970 war er so und ein Jahr später war er so. Nach den Folterungen. Wir haben weiterhin ein Podiumsgespräch organisiert, das habe ich noch stark in Erinnerung, wo Journalisten, die Aachen noch nie gesehen hatten, dabei waren. Thilo Koch, David Binder, Roland Delcour von Le Monde, Kemsky von der Süddeutschen Zeitung, der Chefredakteur von dem dänischen Tagblatt und so weiter, und Kostas Nikolaou von der Deutschen Welle. Ja, und weiterhin folgte ein Konzert mit Maria Fanaduri. Wir mussten die Leute, die da die Organe spielten, nachts in Belgien suchen und die herüberbringen, damit sie dann irgendwie den begleiten. Ja? Die Akropolis, die griechische Presse, die Akropolis, schrieb damals, Aachen ist das Zentrum der antinationalen, kommunistischen Propaganda und dies unter der Obhut des Rektors. 1969, Sitzung des Europarats über den Ausschluss des Junta Griechenlands aufgrund von Menschenrechtsverletzungen in Straßburg. In Aussicht auf diese Sitzung, initiiert durch Norwegen, Iversen, Holland, van der Stoel, von PAM und PAK, wurden Leute vorgeschlagen, die als Zeugen aussagen sollten, lebendig, live, face to face, vor dem Gericht des Europarats, dass die gefoltert waren. Das haben wir vorgeschlagen. Und siehe da, die Leute kamen, aber wie? Ohne Pass, laissez passer und unter der Begleitung von 15 bis 20 Junta-Agenten, unter anderem Kuvas, Malios und so weiter, die waren dabei. Und natürlich den Mediziner unter der Begleitung des Gerichtsmediziners Kapsaskis. Der war der Gerichtsmediziner vom Amt während der Junta. Damit die vor dem Europarat sagen, nein, wir sind nicht gefoltert worden. Wir waren nicht gefangen oder wie auch immer. Ich war genau an dem Tag mit dem Andreas Papandreou verabredet, um einen Plan
zu erstellen, wie wir meinen Bruder, der erstes Semester Medizinstudent war in Köln, nach Griechenland gefahren ist, aus familiären Gründen, dort verhaftet, psychologisch gefoltert wurden und der Hausarrest gestellt wurde und natürlich dem Pass enthoben wurde. So, und wir wollten das planen, damit wir sehen, wie wir das machen, wie wir das eigentlich auch mit Simitis gemacht hatten. Es kam aber zu einem anderen Plan. Der Rezeptionist des Hotels Maison Rose, als er hörte, Papandreou in diesem Hotel und so weiter, und ich sah eine Horde von Griechen mit Waffen in der Tasche, diplomatisches Asyl, ja. Und ich fragte ihn, was ist das? Sagte, komm mal hier, ich sag dir, was das ist. Die kommen alle aus einer Adresse, Salokosta 3. Das war Pressebüro oder Ministerium. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, alle Namen zu sehen, von den Karten, die damals hatten. Und wir hatten natürlich sofort einen Plan eingesetzt, um diese Zeugen, das war Marketakis, Meletis und Peta, die Hunde in der Hand hatte und der Repressalien sollten die aussagen, und zwar vorgeschlagen von uns, und da mussten wir irgendwas machen. Papandreou, Iverson, Adonis Brilakis, die waren planlos, die waren enttäuscht, dass die natürlich, weil das einen anderen wegnehmen könnte, weil die waren die Hauptzeugen, die wir vorgeschlagen hatten. So, und wir mussten also alle Pläne ändern und diese Leute wirklich unter Lebensgefahr. Und ich sage das, ich sehe das von einem Abstand, zeitlichen Abstand, unter Lebensgefahr haben wir diese Leute, die zwei nur, von den Händen der Hunde so entrissen praktisch und zum Grand Hotel gebracht, wo Iverson und Brilakis und so weiter da waren. Die wollten aussagen. Die wollten aussagen, aber die hatten Angst um ihr selbst, um ihr Leben und Angst um ihre Familie. Es war eine erschütterte Erfahrung. Ja, dabei haben gewirkt Erik de Lange, das war der Studentenverband Vorsitzender von Holland, Papa Mandelos, Wanda Lies, Jorgos und der Rezeptionist und ich. Kurz danach, ich sage nichts mehr jetzt, weil das mich tatsächlich berührt, entschieden wir, eine Radiostation der PAK in einem Keller in Aachen aufzubauen. Von null auf. Von der ersten Schraube. Es dauerte 6 Monate. Wir waren jeden Nachmittag, Abend eingeschlossen in einem Keller und haben also diese Station gebaut. Akteure: Hans-Hermann Föllner,
Βαγγέλης Αγριμάκης, Ηλίας Φωτιάδης, Δίνος Μακρόπουλος. Die Radiostation wurde als Ausrüstung für eine Vorführung an der Universität Bologna transferiert, und zwar mit dem Stempel des Zollamtes Aachen, dass diese Ausrüstung wieder zurück eingeführt wird nach Deutschland. Und so konnten wir das transferieren, ein ganzes Coupé. Und wir hatten keine Pässe. Die Pässe waren entnommen. Wir hatten nichts. Ja? Und so mussten wir das trotzdem transferieren und haben wir das da installiert auf den Bergen Bolognas. Und zwar kurz neben der Wellenlänge der deutschen Welle. Kurz daneben. Ja? So, ich bin gleich fertig. Ende November 1973, nach der Zerschlagung des Polytechnionaufstandes, kam Besuch nach Aachen. Dimitris Pimbas kam, nachdem er zuvor bei der Deutschen Welle in Köln gewesen war, im blutigen Mantel und sagte, er sei Arzt und habe ihm am Aufstand teilgenommen und dann geflohen. Er wurde beherbergt, nachdem er von einem früheren Aachener Studenten empfohlen war, der am Polytechnion teilnahm. Als verfolgter Junder kam er sofort mit vielen Studenten in Kontakt, welchen er sich nur als Arzt vorstellte. Beim Ansehen des Films eines niederländischen Journalisten, welcher zeigte, wie die Panzer das Haupttor von Polytechnion rammt und alles, was sich da auf seinem Weg stellt, überrollt, schrie er Parolen gegen die Junta und heulte. Er nahm an der Diskussion teil mit verschiedenen Studenten in 3 Minuten. Echt? Dann werde ich brutal. Ja. Und er gab diese Information dem Militärattaché in Bonn weiter. Perisiadis war der. Ja. Er brachte mir sogar, er wollte also den Pack-Verantwortlichen finden, er brachte sogar die, als Beweis und Andenken alle Tonbänder des Radio Polytechnion. Und für mich begann eine Odyssee, um Informationen über ihn einzuholen. Journalist war er nicht. Mir hat er sich als Journalist vorgestellt. Arzt war er auch nicht. Also wir beschlossen, dass die AStA die Zugfahrten bezahlt, damit wir den wieder nach Griechenland schicken. Es war dubios. So, wir haben lange gesucht und von London über Paris und Athen. Es sollen heute noch 3 Leute reden, also irgendwo. Ich bin, okay, haben wir entlarvt und das war ja der besttrainierte Agent der griechischen Junta, seit dem 6. Lebensjahr trainiert im amerikanischen Stützpunkt. So. Ich meine, Danai weiß da einiges davon da. Vielen herzlichen Dank. Nein. Nee, du, jetzt, wir haben wirklich ein Problem. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Ja, gut, und dein, okay. Dein Herz ist sehr voll, das aber wissen wir. Lass mich mal, ich habe gesagt 3 Minuten und ich mache das, ja? So. Diese chronologische Aufrollung dieser Ereignisse, ja, die sind nur, um zu sehen, dass all das nicht möglich wäre ohne die Unterstützung der demokratischen Kräfte in Griechenland. Aber an diesem Zusammenhang möchte ich nicht vergessen, an einigen Namen zu erwähnen, oder einige Namen zu erwähnen. Willy Brandt,
Das Außenminister der BRD und nicht nur aktiv und substanziell am Sturz der Junta mitgewirkt hat. Heinz Kühn, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Vorsitzender des Komitees für Demokratie in Griechenland, Josef Neuberger, Justizminister, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die vielen griechischen Studenten in diesen schwierigen Zeiten Stipendien vergab, die Gewerkschaften, IG Metall, IG Chemie hier in Hannover, DGB, Horst Emke, der tatsächlich, wie erwähnt wurde, Jorgos Alexandros Magakis aus dem praktisch aus der, nicht Verhaftung, aber aus Griechenland rausgeholt hat. Des Weiteren möchte ich nur indikativ einige Personen nennen. Nein, bitte. Das nicht liegt mir. So, wir haben hier an sich noch Lange. Drei Personen, die reden sollen. Wir brauchen Dr. heute Schmidt, Abend noch. Sigrid, wenn ich meine, das sind irgendwelche Tatsachen, die da passiert sind, und das möchte ich betonen hier bei dieser Tagung oder Symposium. Günter Wallraff, das wurde heute nicht erwähnt. Doch. Ja, ich habe es nicht gehört. Hans-Hermann Völler, Helmut Feissner, der Rektor der RWTH und Kandidat für den Nobelpreis, Rainer Schmidt, Arzt der RWTH, Georg Albrecht, Diakonisches Werk. Morgen. Karl-Heinz Hansen, Max Kerner und zu guter Letzt, Dr. Sigrid Skarpelis-Perk, die er tun damals und auch heute noch Griechenland gewidmet hat. Aber, sowohl über die Vergangenheit und ich möchte folgenden Gedanken jetzt zum Ausdruck bringen. Obwohl ein großer Prozentsatz der griechischen Bevölkerung für viele Jahre in Deutschland gelebt, gearbeitet, aber auch hier studiert hat. Obwohl es in Griechenland war, welches als erstes Land, das nach dem und nach den entbrachten schweren Opfern des Zweiten Weltkrieges und der Leistung des stärksten Widerstandes gegen den Faschismus, den Bundespräsidenten Theodor Heuss in den 50er Jahren empfing, um die politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu normalisieren. Denken Sie, und das sei hier erwähnt, dass erst Gustav Heinemann offiziell als Bundespräsident Dänemark besucht hat. Obwohl die Beziehungen beider Länder über die Jahrzehnte hinweg sehr positiv entwickelten, stelle ich jetzt fest, dass in den letzten Jahren während der Krise in Griechenland eine deutliche Kluft, ein Chasma in allen Schichten der Bevölkerung auf beiden Seiten entstanden ist. Dem liegen sowohl die unterschiedlichen Positionen bezüglich der Krisenbewältigung als auch populistische Äußerungen hier wie dort zugrunde, die das Klima vergiften. Diesem müssen wir vereint entgegenwirken. Diese Kluft muss auch in Anbetracht der vielen Risiken für das europäische Gebäude, die Demokratie, wie schon erwähnt, hier und dort schnell geebnet werden. Ich bin der Überzeugung, dass Deutschland zu den wenigen Ländern zählt, welche substanziell mitwirken, um Griechenland in der nächsten Zukunft wieder auf den Weg eines produktiven ökonomischen Modells zu bringen und helfen können. Ich bin zuversichtlich, dass diese Entwicklung bald kommt. Und ich möchte hier der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese Veranstaltung zu diesem Ziel beitragen kann und wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Deine Geduld auch. Ja. Also alte Mitglieder des Widerstands, die sich aus dieser Zeit kennen, dürfen sich gelegentlich nach der bayerischen Sitte auch mal liebevoll an die Gurgel geben.